Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Expertenkanal der Hoch3 Immobilien GmbH aus Ingelheim. Mein Name ist Felix Hoffmann und in dem heutigen Video erkläre ich Ihnen, welche objektbezogenen Unterlagen Sie für die Bank brauchen, wenn Sie eine Eigentumswohnung finanzieren möchten. Viel Spaß beim Ansehen dieses Videos. So, also herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich Ihnen einmal sagen werde, welche objektbezogenen Unterlagen Sie eigentlich brauchen, wenn Sie eine Eigentumswohnung finanzieren möchten. Also, Sie brauchen auf jeden Fall mal ein Exposé, in dem alle wichtigen Eckdaten zur Immobilie stehen, zum Beispiel Baujahr, die Wohnungsgröße etc. Das bekommen Sie in der Regel vom Immobilienmakler oder vom Eigentümer. Die haben oftmals auch ein PDF oder ein Word-Dokument zusammengestellt, in dem diese Daten drinstehen. Dann brauchen Sie des Weiteren die Baubeschreibung. Die bekommen Sie vom zuständigen Bauamt. Die Bauzeichnung, Grundrisse, Pläne, Ansichten und Schnitte. Bei Grundrisse hauptsächlich den Wohnungsgrundriss, Pläne, Ansichten, ansonsten vom gesamten Gebäude bekommen Sie ebenfalls vom Bauamt. Dann brauchen Sie des Weiteren eine Wohnflächenberechnung nach DIN bzw. der Wohnflächenverordnung, also die offizielle Wohnflächenberechnung. Diese liegt in der Regel ebenfalls beim Bauamt in der Bauakte. Des Weiteren benötigen Sie einen aktuellen unbeglaubigten Grundbuchauszug, der nicht älter als 3 Monate ist. Den können Sie entweder über den Notar einholen, über den Sie auch später den Kaufvertrag beurkunden werden, oder beim zuständigen Amtsgericht. In der Regel kann den allerdings nur der Verkäufer einholen oder der Makler mit entsprechender Vollmacht. Dann brauchen Sie einen Lageplan, den bekommen Sie vom zuständigen Vermessungs- und Katasteramt. Eine Kopie der Wohngebäudeversicherung, die kriegen Sie vom Eigentümer der Wohnung bzw. vom Verkäufer oder von der Hausverwaltung, dann ebenfalls mit Vollmacht. Des Weiteren benötigen Sie eine Teilungserklärung inklusive aller Nachträge. Des Weiteren auch den Aufteilungsplan als Ergänzung zur Teilungserklärung. Und meistens wollen die Banken auch noch die Abgeschlossenheitsbescheinigung zur Eigentumswohnung. Die bekommen Sie ebenfalls vom Bauamt, liegt in der Bauakte. Und bei einer vermieteten Wohnung benötigen Sie außerdem noch den Mietvertrag, den aktuellen Mietvertrag zu der Wohnung. Dann brauchen Sie 3 bis 4 digitale Lichtbilder des Objektes von außen und innen, die quasi den aktuellen Ausstattungsstandard dokumentieren bzw. den aktuellen Zustand der Wohnung dokumentieren. Und zu guter Letzt brauchen Sie dann noch den Kaufvertragsentwurf, den Sie quasi beim Notar Ihrer Wahl in Auftrag geben. Das sind alle objektbezogenen Unterlagen, die Sie für die Finanzierungsanfrage bei einer Bank benötigen. Welche personenbezogenen Unterlagen, also Ihre persönlichen Unterlagen, welche Sie dazu für die Finanzierung bei der Bank benötigen, dazu haben wir ein separates Video abgedreht, das ich Ihnen gerne unten in der Beschreibung nochmal verlinken werde. Ansonsten, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like, einen Daumen nach oben, das wäre klasse. Wenn Sie Freunde und Bekannte haben, für die dieses Thema aktuell interessant sein könnte, dann teilen Sie das Video gerne mit diesen. Und wenn Sie weiterhin Interesse haben an Videos rund um das Thema Immobilie kaufen, verkaufen, mieten oder vermieten, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, Ihr Felix Hoffmann. Thank you.